guten Morgen. So, das ist jetzt 9:45. Jetzt geht's auf zur zweiten Runde. Circa 60 Kilometer nach Reil. Mal sehen, was wir unterwegs wieder vieles Schönes sehen. Ich melde mich dann wieder. Ciao. Blick auf Leiven und die Moselschleife. Geradeaus ist Leiven und hier ist Drittenheim und vor uns die Moselschleife. Schön. So, ich habe jetzt den Weg gewählt hier oberhalb des Moselradwegs. Ich fahre jetzt hier mitten durch die Weinberge. Das Wetter wird wieder super, es wird immer heller. Finde ich klasse. 60 Kilometer haben wir heute vor der Brust bis Reil. So, da unten ist das Fahrgastschiff. Herrlich. Das ist so ein Fahrstuhl, der auf dieser schmalen Schiene hoch in die Weinberge geht, wo die Winzer dann ihre Weintrauben mit nach unten bringen. Jetzt schaut euch mal diese Steillagen an. Also, wenn ich als Winzer da oben mal einen Fehltritt mache, dann falle ich erstmal eine ganze Weile. Es sei denn, ich bleibe an irgendeinem Weinstock hängen. Wahnsinn. Jetzt kommen wir nach Neumagen-Drohn. Das ist ja nett hier. Moin. Das ist nicht die Mosel, das ist die Drohn. Oh, hier ist ein netter Rastplatz hier. Morgen. Oh, guck mal, wie nett hier. Und die Sonne kommt immer mehr raus. Hervorragend. Ein schönes Wildgehege. So, was suchen wir uns denn jetzt aus für heute Abend? Die Bauern sind fleißig, die Winzer.
Überall fahren sie hier durch die Weinberge. Hier ist die Weinabfüllanlage. Eine mobile. Wahnsinn. Fahren wir durch Windrich. Scharen von Radfahrern sind hier unterwegs. Ist mir gestern gar nicht so aufgefallen. Schöner Weg hier. An Kastanien vorbei. Oh. Vergessen zu schalten. Hier bin ich in Brauneberg. Brauneberger Juffer heißt die Lage hier. Da drüben ist Bernkastel-Kues, eine alte Burg. Da muss ich mal nachschlagen, wie die heißt. Na, hier boxt aber der Bär. Die Moselprinzessin. Meine Güte. Jetzt mache ich noch einen kurzen Gang durch die Altstadt hier von Bernkastel-Kues. So, das wäre ja richtig nett hier, wenn die vielen Leute nicht wären. Weinstube Spitzhäuschen. Und da hinten ist die Brücke, da geht es dann rüber auf die andere Seite. Ja, schon schön. Nochmal ein Blick von der Brücke.
Danke. Hallo. 15 Uhr. Jetzt bin ich in Traben-Trarbach angekommen. Da oben ist wieder eine Burg. Auch ziemlich groß, aber ich glaube nicht ganz so quirlig wie Bernkastel-Kues. Aber wir fahren da über die Brücke hinten auf die andere Seite und dann gucken wir mal, was da in der Stadt los ist. Jetzt bin ich auf der Moselbrücke von Traben-Trarbach. Das Wetter ist noch ein bisschen unbeständig. Jetzt fängt das doch glatt wieder an zu regnen. Jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite der Mosel. Linksmoselisch. Noch 3-4 Kilometer bis Rheil. Dann habe ich es geschafft für heute. Na, war aber wieder super. Wieder herrlicher Radweg. Heute ging es ein paar Mal ein Stück an der Straße lang. Das war dann nicht so prickelnd. Aber naja, aber es hielt sich in Grenzen. Das meiste waren doch wieder schöne Fahrradwege. Schön asphaltiert. Super. So, eben hat die Uschi schlapp gemacht. Die hatte keinen Saft mehr. Dann musste ich die wieder zum Leben erwecken. Gott sei Dank habe ich noch eine Powerbank mit. Die habe ich jetzt angeschlossen und jetzt kann sie wieder laden. Wenn ich die letzten Meter zur Pension auch noch finde. Kann ja nicht mehr lang sein. So, jetzt habe ich aber hier eine Rappelstraße hier. Also ich habe den Eindruck, seit gestern könnte man stündlich zusehen, wie sich das Laub auf den Bäumen verfärbt. Ist schon irre. Da kommt auch noch ein moderner Schienenbus. Die Moselweinbahn. Die Knie melden dem alten Mann auch gerade, dass sie noch da sind. Aber ist nicht mehr weit. Was haben wir denn? 63 Kilometer haben wir heute. So, hier ist aber mächtig steil hier. Mein lieber Mann. Das ist aber schon heftig. So, hier werde ich heute übernachten. Das Haus der Weinköniginnen. Hier werde ich heute Abend speisen.